Nein. Tfadda. Ist der Valentinstag erlaubt? Ist der Valentinstag erlaubt? Liebe Geschwister, ihr solltet erstmal eine Sache wissen. Bei uns in der Religion gibt es eine Grundregel. Es gibt die Grundregel, dass jedes Volk seine Feste hat. Jedes Volk hat seine Feste, bedeutet seine Sitten und seine Bräuche. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jedes Volk hat sein Fest. Und dieses ist unser Fest, sagte er sallallahu alaihi wasallam. Eid al-Fitr und Eid al-Adha. Das ist unser Fest. Darüber hat er gesprochen, sallallahu alaihi wasallam. Das sind unsere Feste. Jede Sache, die eine Ada hat, das heißt, die wiederholt wird, egal ob das jede Woche ist, jeder Monat, jedes Jahr, dieses ist bei uns in der Religion ein Fest. Ist das bei Valentinstag der Fall? Ja oder nein? Wann ist das immer? Jedes? Jedes Jahr. Passt auf. Woher kommt dieser Valentinstag? Das ist ein römischer Feiertag, ein altrömischer Feiertag. Das heißt, gar kein christlicher Feiertag. Und später, als die Römer das Christentum angenommen haben, haben sie trotzdem diesen Feiertag gefeiert. Das ist so eine Heiligenfigur. Diese Valentin ist so eine Heiligenfigur. Die haben festgelegt, jeden 14. Februar nach 270 werden sie diesen Feiertag feiern und seitdem feiern sie auch diesen Feiertag. Subhanal Malik, was haben wir mit diesem Feiertag zu tun? Eine Frage. Haben wir was damit zu tun? Nein, wir haben unsere Festtage. Aber Subhanallah, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum, wer ein Volk nachmacht, so ist er von ihnen. So hat er dich und mich gewarnt, dass wir nicht so sind wie die Kuffar. Ihre Feiertage berufen auf was? Auf Dallah. Nichts anderes. Wallahi, die Christen selber, die noch richtig an ihrer Religion festhalten, die sagen, wir haben kein Weihnachten und wir haben kein Ostern. Überlegt mal, da sucht jemand nach Eier. Ich meine, Subhanallah, wo sind wir angelangt? Und nicht nur das Schlimme, dass manche Leute das vormachen, dass wir es ihnen nachmachen. Und der, der nachmacht, ist schlimmer als der, der vormacht. Weil der, der nachmacht, der müht sich noch mehr ab, so zu sein, wie der, den er befolgt. Möge Allah uns bewahren. Letzte Frage, Imran.